süßer Junge und er wettet Folgendes. Hagen Brüggemann wettet, dass er 100 AC/DC-Songs in nur 3 Sekunden an einem Gitarrensolo erkennen kann. Er muss 5 aus 6 richtig erkennen. So, 100 Songs. Da bin ich sehr gespannt. Viele wissen gar nicht, dass AC/DC so viele hatte. Ja. Er weiß es. Hier ist er. Hagen Brüggemann. Hi. Jetzt fragen wir an. So. Wie geht's dir? Gut. Geht's gut? Ja. Bist du aufgeregt? Ein bisschen? Ein bisschen. Hagen, so. Da gibt es natürlich ein bisschen Erklärungsbedarf. Denn 11 Jahre und AC/DC, das passt irgendwie nicht zusammen. Findest du? Ja, ich meine, ich finde das toll. Du machst mir Musik aus meinem Herzen. Aber normalerweise müsstest du rapmäßig unterwegs sein, technomäßig. Aber Eminem. Wie kamst du zu AC/DC? Also, meine Eltern haben halt damals mit Freunden oft so Musikvideos geguckt, hauptsächlich AC/DC. Und ja, besonders Angus Young hat mich damals immer sehr inspiriert und so und beeindruckt. Und die Action und. Du bist auch ein richtiger Fan von denen. Ja. Du bist wahrscheinlich der einzige Sieht Fan. Ja. Wahrscheinlich das bist du der einzige Fan, der ihre Musik nüchtern kennt. Also da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ja, ja. Und das hier ist nicht irgendeine Dekoration, ja. Sondern es ist dein Zimmer. Aber oder? Fußball interessiert dich auch. Ja. Ja? Also BVB-Fan. Guck ja. mal, ja. auf jeden Fall. Hier, bitte. Darunter steckt immer ein kluger Kopf. Guck mal, was machst du mit dem Hut an? Das sind Fotos von Hagen. Erklär uns die Fotos. Wer ist das? Ein Hund. Ein Hund? Kein Pferd, kein Pony. Ein Hund. Und ein wie heißt der? Engels. Nein, das war. Und hier bist du mit der Gitarre. Du warst hier nur 3 Jahre alt. Ja, ein bisschen jünger. Wann hast du angefangen mit Gitarre spielen? Ja, 2 Monate bevor ich 5 wurde. Du spielst auch Gitarre. Wir konzentrieren uns aber erstmal auf die Wette und dann hören wir vielleicht auch noch ein bisschen Musik. Mal sehen, was du da leistest, aber erst konzentrier dich. So, also AC/DC. Wie viele CDs hat es von denen gegeben oder Platten? Also wenn 100 Titel, wenn du die kennst, ich habe gar nicht gewusst. Die haben ja 77, glaube ich, schon angefangen, ne? 73. 73, wow. 73, stimmt. Also ich habe ja Bon Scott noch persönlich kennengelernt. Aha, ja. Na, geil. Großer Moment, meine Radiozeit. So, gut. Wir machen das wie folgt. Du spielst also Gitarre, ne? Wir spielen dir einen Titel vor. Jo. Und du hörst davon 3 Sekunden, ganz knapp, und sagst mir dann, wie er heißt. Ja. Ja. Frage jetzt an Peter, hältst du das für möglich? Meinst du, es gibt Fans, die deine Titel in 3 Sekunden erkennen? Na. Kann ich mir schon vorstellen, ja. Aber AC/DC? Ja. Da klingt doch alles gleich. Nee, nee. Bum, bum. Da sind durch. Okay, gut. Peter glaubt an dich. So. 3 Sekunden, wie gesagt, hat er Zeit. 3 Sekunden ist auch im Leben eines AC/DC-Fans ein wichtiger Zeitraum, weil das war nämlich genau die Zeit, die es gebraucht hat, wenn du die Musik gehört hast, bis die Eltern geschrien haben, mach leiser! So, jetzt. Hier haben wir einen Zufallsgenerator. Also, aha. Ich setze mich hier bei Ich sehe. Fragen. So wie ich dich sehe, muss ich nicht fragen, ob du nervös bist, ob du konzentriert bist. Du bist der Sache gewachsen. Ich habe mich gut darauf vorbereitet. Und bin ich beruhigt. Anders wärst du gar nicht erschienen hier. Also. 5 aus 6 muss er erraten. 5 aus 6 muss er erkennen. Und ich sag top. Die Wette gilt. Der Zufallsgenerator wählt uns einen Titel aus. Und ich. Got You by the Balls von der Razor's Edge 1990. Ach. Ach. Was sag ich denn? No doubt. Pole Position, was für ein Start. Und einige Titel, die ich natürlich gerne hören würde hier, aber mal sehen, was uns der. Oh, ho, 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 ho. Also, das wäre schlecht, wenn man das als AC/DC-Fan nicht erkennen In würde. In der Tat. Hells Bells von der Back in Black 1980. Ja. Unglaublich! 5 aus 6. 2 hat er abgeliefert.
Mhm. Ja, das ist eines meiner Lieblingslieder. What's Next to the Moon von der Power Age 1978. Kannte ich überhaupt nicht zum Beispiel. Macht dir weh nichts. Drei haben wir. Thunderstruck von Eraser's Edge 1990. Also, ich glaube, wir können uns, da fehlt noch eins, wir können uns... Noch ein musst du erkennen. Aber nur hat ja, Thunderstruck hat ja ein besonders schwieriges Riff. Ich meine, jetzt haben wir die Gitarre stehen. Würdest du dir zutrauen, so als kleine Auflockerung zwischendurch, einmal diesen Thunderstruck? Ja, komm, ja? Gerne. Komm. Michelle, mach's dir bequem. Soll ich ein bisschen... Ja. Okay, ich leg mich hier hin. Ja. Zum Glück. Dankeschön! Kleiner Sieht Break. Aus, als wäre für die Bühne geboren. Ja, Mensch, das sage ich dir, Hagen. Dich hätte ich meinem Nachfolger nicht gegönnt. Und? Ist aber auch eine geile Atmosphäre. Also. Ja, ne? Ja. Stimmt. Okay. Und der letzte. Kenne ich auch nicht. Safe in New York City von der Stiff Upper Lip 2000. Ja! Yeah. Saukal. Hagen, du warst sehr gut vorbereitet. Guck mal, Standing Ovation. Ja, der Fanclub steht. Was war dein Lieblingslied von AC/DC? Ah, Highway to Hell. Kannst du mir das spielen? Gerne. Oh, danke. Highway to Hell. Ja. Ja. Highway to Hell. Das war. Ich setz mich hier hin. Ja, aber du musst es mir spielen. So, pass mal. Wir haben. Ich weiß, dass du es kannst, aber nur haben wir einen Rock'n'Roll-Kollegen da drüben sitzen. Dass du Highway to Hell spielen kannst, weiß ich. Peter, ich meine, in deinem Herzen bist du ja Hardrocker, auch wenn du es in deinen Liedern manchmal nicht zugibst. Einmal Highway, hä? Huh? Gleich zwei auf einmal. Ah! Komm, Peter! Ich mach den Kleiderständer. Zufälligerweise eine Gitarre hier. Mahlzeit. Ah. Ja, wow. Das müssen wir uns jetzt auf der. Ja. Ja.
ein schöner Moment. Wenn du dich vielleicht für deinen Auftritt schon mal auf die Bühne begibst. Danke, Peter. Dankeschön. Aber es ist noch nicht fertig. Wir haben eine Überraschung. Also dich möchte ich irgendwie im Auge behalten. Wir haben ja viele junge Kandidaten, gar viele Kinderkandidaten. Man soll auch nicht petzen, aber irgendwo hat er mir gesagt, also in der Schule müssen wir gar nicht reden. Habe ich gedacht, na, ist er so schlecht? Nee, hat seine Mutter gesagt, der ist so gut, das will er, ist ihm peinlich. Also, weil natürlich viele Kinder sagen, ja, wahrscheinlich ist er schlecht in der Schule. Nein, ist er nicht. Nicht mal das. Hauen Sie Ihrem, ja, nicht mal das. Also, da sehen Sie, was in anderen Familien geleistet wird. Ja. So, jetzt pass auf. Da freue ich mich jetzt auch so richtig, dass ich dir was zeigen kann. Also pass auf, wir gucken uns jetzt hier einen kleinen Film an, über den du dich wahrscheinlich freust. Wenn nicht, dann gibt es aber einen hinter die Löffel. So. Das will ich ja mal nicht hoffen, ne? Hoffe ich auch. Hello, Thomas. And hi, Hagen. This is Angus Young here from AC/DC. I'm very impressed, Hagen, with the way that you remember all our songs in just a few seconds. I was also very impressed and knocked out by the way that you play guitar. Keep it up, it was very good. I've got a little surprise here for you. And I know that you'll probably guess what it is. But hopefully when we are in Europe, we can get together and we can talk about guitars. But for now, all the best. Angus Young, Hagen. In diesem Koffer ist die Gitarre von Angus Young. Nein. Für dich. Sein bestes Stück. Ich kenne mich aus mit dem Fall. So, hier. Ja. Überragend, ey. Guck mal. Geil. Angus Young für dich unterschrieben. Das war dieses Scratchboard, was er da gehabt hat. Boah, krass, gehört dir. Ey. Und auf der nächsten Tour Dankeschön. Triffst du die Jungs. Ich gehe davon aus, die nehme ich mit auf die Bühne. Dankeschön. Wahrscheinlich mit Angus Young. Oh, Dankeschön. Bitte, bitte. So, nimm mit. An. Also, den habe ich mich verliebt. Toll, Hagen. So, aha, Backstage. So, wir kommen zum